Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf unserem Kanal Yabu RP. Wir spielen Planet Coaster. Das Spiel ist gestern neu erschienen. Ich wollte es gestern eigentlich schon aufnehmen, aber unser Internet hatte nicht mitgemacht. Wir hatten hier irgendwie wieder einen Ausfall gehabt und deswegen spielen wir es heute leider erst einen Tag danach. Und ja, da wollen wir dann mal einen Avatar erstellen. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich habe die hier schon. Ja, machen wir mal so. Dann waren wir gerade doch noch ein bisschen zu laut auf den Ohren. So, dann wollen wir mal einen Avatar erstellen. Ja, weiblich sieht schon mal gut aus. Können. Ne, mach mal weiß. Oh, wie? Ne, ne, mach mal schön schlank. So, was haben wir denn hier? Oh, wei. Na, nehmen wir mal so ein Gesicht. Aha. Na, die Frisuren sind ja jetzt. Ach doch, das geht. So ein Zöpfchen. Da mal hier, das haben wir ja schon gehabt. Ja, nehmen wir mal hier so einen Zopf. Und dann nehmen wir mal so ein Blond. Was ist das? Ach so, Brille. Ne, mit Brille sieht die doof aus. So, Körper. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Ah, da können wir jetzt noch die Farbe auswählen. Hm. Das sieht alles ein bisschen bescheiden aus. Aber ich glaube, wir werden. Nehmen wir das hier. Aber eine andere Farbe wohl. Ja, so ein Rot ist nicht schlecht. Rot finde ich schick. So, dann gehen wir mal zu den Hosen. Mit Reiterstiefel. Nehmen wir mal hier sowas. So, und jetzt können wir hier. Ha. Ach so, das ist weiß, was wir vorher. Ach komm, lassen wir weiß, was soll's. Und dann gibt es noch Hüte. Nee. Keine Hüte. Aber Stiefel oder sowas können wir uns jetzt nicht aussuchen. Naja, ist ja nicht schlimm. So, dann wollen wir dich jetzt mal annehmen. Kann ich hier auch drehen? Das Hauptquartier ist der Ort, an dem andere Spieler dein Avatar sehen und auf von dir geteilte Parks oder Baupläne zugreifen können. Klicken und ziehen, um den Globus zu drehen. Hier irgendwo sind wir, ne? Hier ist der Stiefel. Ja, ja. Machen wir einfach mal. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Karriere, Sandbox, Herausforderung, Tutorial, meine Parks. So, dann wollen wir mal die Karriere starten.
Achterbahnanfänger Captain, Eisenkiefers vergrabene Schätze. Plündere dich mit Captain Eisenkiefer durch diese Szenarien. Alles in Lot auf dem Boot. Piratenschlacht. Ahoi, du Landratte. Und willkommen bei Planet Coaster. Geh nicht über Bord, wenn du diesen Kracher von einem Piratenpark übernimmst. Schließe den Bau der Fahrgeschäfte ab, werde zu einem Publikumsmagneten und unterhalte deine Gäste mit Seemannsgarden und allem drum und dran. Alles klar, dann wollen wir mal starten. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Das ist ja schon so ein Teil, ein Riesenrad, wo ich nie drauf gehen würde, ey. Boah, nee. Alles, was mit Höhe zu tun hat, das ist nichts für mich. Ja. Eine sehr lange Ladesequenz. Ja. Wird hier laden, ne? Lädt ja noch. Ach so, ich kann leider, das kann ich euch gleich vielleicht mal zeigen. Und zwar spielen wir im Vollbildmodus. Das heißt, es kann passieren, dass ihr das hier unten nicht richtig sehen könnt. Weil ich habe die Einstellung Vollbild und Fenstermodus. Ich kann das Fenster zwar ziehen, ich muss aber mal in der nächsten Aufnahme dann einen Test machen. Ob er dann die Größe, wenn ich das 16:9 ziehe, auch wirklich dann 16:9 aufnimmt. Oder ob er dann mir nur hier so ein kleines Bildschirm dann hier macht, ja. Also Fenstermodus ist bei denen hier so klein nur. Das müssen wir mal ausprobieren. Ich wollte es aber nicht riskieren, weil ich will unbedingt starten. Oder dieses Spiel starten. Weil ich möchte heute noch eine Folge raushauen. Und ja, dann wollen wir mal starten. Ziehe 800 Gäste an. Wie kann ich mich denn... Ah, mit rechter Maustaste kann ich mich fortbewegen. Hier haben wir schon eine Achterbahn. Sehr... Sehr schön. Und wo ist hier... Okay. Monatliche Betriebskosten. Wachsamer Rotrock. Ach du Scheiße. Details der des Fahrgeschäfts. Holz the Monster. Okay, Wartezeit, Gäste im Monat. Können wir damit Fahrtkamera? Das fand ich auch immer bei Rollercoaster Tycoon richtig geil. Das ist auch hier wieder von Kantari. Also auch wieder von den Machern von Rollercoaster Tycoon. So, komm, ich will fahren. Ich will da wissen, was hier in meinem Park ist. Hallo. Oh, es sitzt keiner hier drin. Doch. Sind gerade gespawnt. Ah, bin ich ja mal gespannt. Kommen wir jetzt los? Hallo. Losfahren. Hallo. Aha, es geht los. Warum ändert er jetzt die Sicht? Ich möchte gerne... Ah. Oh oh. Oh 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 oh.
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Boah. Ich bräuchte anschließend die Kotztüte, ey. Okay. Gut, gut, gut. Okay. Aber wie sind denn die Einnahmen? Die Einnahmen. Kann ich das hier sehen? Ticketpreis 20 Euro. Läuft. Okay, was haben wir hier noch im Park? Also ich muss mal gucken, die Steuerung. Die gefällt mir überhaupt nicht. Wenn ich nach... rechts gehe, mit der Maus geht er nach links. Wenn ich nach links gehe, geht er nach rechts. Das ist irgendwie crazy. Okay, die Warteschlange müssen wir irgendwie zurückbekommen. Also besser in den Griff bekommen. So. Das ist also Octopussy. Dann, was haben wir noch? Das ist die Achterbahn. Ist hier auch irgendwas? Nee, das ist einfach nur Schmuck. Boah, das ist echt sehr gewöhnungsbedürftig. Das muss ich mal irgendwie ändern. Parkverwaltung, meine Baupläne, Achterbahnen, Schienenfahrgeschäfte, Fahrgeschäfte, Läden. Ja, das ist alles sehr schön. Aber ich brauche... Optionen, Einstellungen, das muss ich irgendwie Steuerung. Ach so, geht nicht. Wieso kann ich nicht? Weil das ist ja wie so eine Art umgekehrt halt, ne? Dieses umgekehrte. Ach, guck mal, hier haben wir Beef and Beer. Ne, nur Beef. Oh, das gibt nicht Beef. Okay, gehört das noch mit zu meinem Park? Hallo. Hallo, wo bin ich hier? Aha. Oh. Puh. Hui. Ja, ich würde mal sagen, ne? Machen wir mal hier so ein Fahrgeschäft hin. Insanity, diese Krake haben wir. Was bist du denn? White Blue. Wie viel Geld haben wir? 9.000. Ja, ja. Kann ich das irgendwie
Wie kann ich das drehen? Platzieren. Drehen mit den Pfeiltasten. Ach, Y. Okay, die Steuerung ist irgendwie crazy. Wir gehen aber noch mal ein bisschen zurück. Fahrgeschäftsstatus geschlossen. Ja, das soll wohl sein. So, jetzt müssen wir ja einen Weg da dran machen. Wege. Wir haben sowas ja hier, ne? Ach so. Hä? Nein! Ach, mit WASD geht das auch. Sehr schön. Ja. Habe ich das Geld jetzt wieder? Ach komm, nimm mal das jetzt hier. So. Zack. So, jetzt brauchen wir... Nee, nicht Gebäude. Wege. Warteschlangen. Hey. Ich kapiere das nicht. Ja, aber warum? Wie kann ich löschen? Hey, was ist das hier für ein Wegebau? Halt, stopp. Ich will nicht mehr. Hey. Lass mich. Ich will das hier abreißen. So. Wir müssen jetzt Warteschlange machen, ne? Ja, wie blockiert? Hä? Ja. Wie kann ich denn jetzt hier eine Warteschlange machen? Wenn ich jetzt hier vom Weg weggehe, ne? So, muss ich hier irgendwas machen?
Ja, viele Gäste haben Durst, haben die Pech gehabt. Ach, das müssen wir. Also noch was zum Trinken. So. Ach, das hat schon auf. Okay. Das hat schon auf. Gut, 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 gut. Boah, die Steuerung, die ist voll für den Arsch, ey. Ich will das jetzt hier anschließen. Wie blockiert? Willst du mich verarschen? Warum geht das nicht? Ah! Ich muss das doch hiermit anknüpfen können. Wieso blockiert der? Gibt da hier, glaube ich, eine Hilfe, ne? Okay. Wähle ein Objekt im Park aus, um dessen Infofenster und bla 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 anzusehen. Öffne die Menüs am unteren Bildschirmrand. Optionen zu sehen. Ja, aber ich muss das doch hier irgendwie verbinden. Dann muss ich hier irgendwas machen. Das ist irgendwie scheiße erklärt. Ich will die verbinden. Ja, aber das ist doch Weg. Ach, Achterbahnen und Schienenfahrgeschäfte sind noch zu. Viele Gäste haben Durst, ja, dann sollen sie was trinken gehen. Aber wie geht das denn jetzt hier zum Beispiel? Das ist doch auch angeknüpft.
angeknüpft. Oder muss ich bei dem hier irgendwas? Eingang wählen und Ausgang wählen. So. Ich lasse das mal so, wie das ist. Machen wir mal 7,50 €. So, und dann bin ich mal gespannt, ob hier irgendeiner reintrudelt. Ja, man muss sich erstmal hier einfinden, vor allen Dingen mit der Steuerung. Also die ist echt nicht schön. Also das ist echt ein Mangel, muss ich sagen. Aber lassen wir uns mal gucken wir mal, wie das Teil hier ist. Vielleicht gibt es ja noch eine andere, bessere Einstellung. Da muss ich mal gucken, weil das ist so echt blöd. Aber auch so der Hintergrund ist schön. Ich habe alles nur mal auf hoch eingestellt. Ich wusste jetzt nicht, wenn ich auf Ultra stelle mit der Aufnahme dann, ob das dann noch alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und deswegen aber hoch ist ja auch schon nicht schlecht. Ich glaube, für die Aufnahme reicht es. Oh, jetzt geht's nach oben. Okay. Aha. Ja, der muss erstmal Schwung nehmen. Ist ja klar. Ja, hat noch nicht ganz gereicht. Jetzt aber, oder? Ja. Ja. Jupp. Boah. Wieder so eine Kotzmühle. Die Krake da, das wäre was für mich. Auf solche Sachen gehe ich auch, auf so Breakdance und diese Krake. Die Krake war, die ist ja bei uns auch auf der Kirmes vor 2 Wochen. Boah, der wird hier einen schwindelig bei. Wie sieht das aus der anderen Perspektive aus? Okay, und von außen. Ach, das sind 2. Das ist ja cool. So, wie kann ich denn zum Beispiel Szenerie, Natur. Ich will jetzt mal hier so eine Palme haben. So. Ah, okay. Gibt es hier auch Bänke? Bänke. Nö. Nee. Und tschüss. Wo war das denn jetzt?
Szenerie.